Kann ein wiedergeborener Christ verloren gehen? Was sagt der Timotheusbrief, wenn es um so Begriffe geht wie Schiffbruch erleiden, vom Glauben abfallen? Im Timotheusbrief geht es an keiner Stelle um die Frage, ob ein wiedergeborener Christ verloren geht oder nicht. Im Timotheusbrief geht es darum, wie die Menschen mit dem Glauben umgehen. Der Glaube hat dabei zwei Bedeutungen. Erstens der Glaube als Aktivität im Sinne von Vertrauen und zweitens der Glaube als das Glaubensgut, als die gesamte biblische Glaubenswahrheit. Und im Timotheusbrief geht es um die Frage, wie gehen die Menschen innerhalb der Christenheit mit diesem Glaubensgut um? Bewahren sie es, die gesunde Lehre, wie es auch Paulus nennt, oder missachten sie das Glaubensgut oder verwerfen sie es sogar? Schiffbruch erleiden im Timotheusbrief. Hier geht es eindeutig um einen wiedergeborenen Christ, der Schiffbruch erleidet. Was bedeutet das? Heißt es, er verliert das Heil Gottes wieder? Nein. Es geht um einen wiedergeborenen Christ, der sein Leben nicht in Übereinstimmung mit diesem Glaubensgut lebt, der sogar sein Gewissen dabei missachtet und sein Leben nicht in Übereinstimmung mit diesem Glaubensgut lebt und so Schiffbruch erleidet, das heißt Schaden nimmt. Schiffbruch ist eine Metapher, ein Unfall auf einer Reise. So erleidet ein wiedergeborener Christ Schaden auf der Reise als Christ, indem er zum Beispiel nicht mehr geistlich wächst oder schmerzhafte Erziehungsmaßnahmen erdulden muss im nächsten Vers. Es geht also hier nicht um die Frage der Verlierbarkeit des Heils, sondern dass ein wiedergeborener Christ sein Leben nicht in Übereinstimmung mit dem Glaubensgut lebt. Vom Glauben abfallen in 1. Timotheus 4. Hier geht es eindeutig um nicht wiedergeborene Menschen. Eindeutig, das sind Leute, die das Glaubensgut verwerfen, ablehnen, verwerfen und zwar nicht aus Versehen, sondern mutwillig mit voller Absicht das Glaubensgut über Bord werfen und so von dem Glauben, das heißt von dem Glaubensgut abfallen. Auch das erleben wir heutzutage. Und der letzte Vers ist ein allgemeines Prinzip, dass wir eben aufpassen müssen, dass wir das Glaubensgut als wiedergeborene Christen bewahren und auch unser Leben in Übereinstimmung mit diesem Glaubensgut leben und nicht davon abirren, sowohl in praktischer Weise als auch im Sinne von, dass wir diese Glaubenswahrheiten nicht bewahren. Das ist der Gedanke im Timotheusbrief. Da geht es nicht um die Frage, ob ein wiedergeborener Christ verloren geht oder nicht.